Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute zu einem weiteren Unboxing-Video und zwar zu einem Tablet und nicht um irgendein Tablet, sondern ein relativ besonderes Tablet. Es handelt sich um das Lenovo Yogabook. Davon gibt es zwei Versionen, einmal die Version mit Windows und einmal mit Android. Technisch unterscheiden sich die Teile im Grunde gar nicht. Von der Hardware ist grundsätzlich alles das gleiche in den beiden Versionen. Nur eben bei der einen halt Windows 10 und bei der anderen halt Android 6.0 oder 6.01. Und ich glaube, da gab es jetzt vor kurzem ein Update auf Nougat, auf eben 7.0 und so weiter. Ich habe mich aber für die Windows-Version entschieden, weil ich da ein bisschen produktiver bin, halt mehr meine gewohnten Programme nutzen kann, ne? Und Android ist natürlich eher so ein bisschen zum Konsumieren und so weiter. Gerade im Hinblick auf Windows oder Android kann ich natürlich dann halt auch immer wieder diese China-Tablets empfehlen, die halt Android und Windows gleichzeitig installiert haben, wo man natürlich nicht gleichzeitig die Betriebssysteme nutzen kann, aber hin und her wechseln kann. Das ist halt ein Riesenvorteil, ne? Hier muss man sich halt entscheiden, ob Windows 10 oder Android. Falls man jetzt auf die Idee kommen würde, ja, auf der Version ist, oder beziehungsweise bei dem Tablet ist ja die Hardware die identische in beiden Versionen. Und ja, leider geht es aber wohl angeblich nicht, dass man auf der Android-Version, die ungefähr ja, knappe 100 Euro günstiger ist, Windows 10 installiert und umgekehrt. Man kann das leider nicht machen. Jedenfalls soweit, was ich gelesen habe. Nichtsdestotrotz möchte ich das Teil heute mal auspacken. Noch kurz dazu. Ich habe für das Teil 420 Euro bezahlt bei Lenovo Direkt. Das Teil war im Angebot. Normalerweise hat das so um die 540 oder so gekostet. Oder 560 ungefähr. Das war schon ein relativ guter Preis. Ja. Sicherlich immer noch relativ teuer. Es geht schon in Richtung ja, von günstigen Ultrabooks und so weiter. Aber gut, das sind auch noch mal so ungefähr 200 Euro mehr, die man dann zahlen müsste, ne? Also ich denke mal, das ist so gerade grenzwertig, wo man das Teil noch empfehlen kann, ne, preislich. Die Android-Version kostet bei Lenovo eben auch mit so einem Gutschein. Ich glaube, der Gutschein hieß Yoga Bonus und da eben dann auch 100 Euro weniger und dann war es dann halt bei der Android-Version 345, glaube ich. Und die halt dann 420, also nicht ganz 100 Euro mehr, die Windows 10-Version. So, da mache ich das Teil einmal, beziehungsweise gehe einmal um die Verpackung. Die Verpackung kommt relativ schön daher. Halt komplett in weiß und dann ein bisschen mit solchen orangenen Akzenten. Ja, einmal Yogabook Productivity on the Go. Da gibt es noch einen separaten Stift dazu. Dann hier das Lenovo Logo. Dann auf der dieser Seite halt diese verschiedenen Faltmöglichkeiten. Ne? Also halt so ein Laptop-Modus, dann so ein Schreibmodus, dann ein Umklappmodus und dieser Tentmodus, Zeltmodus. Ne? Das Teil hat ein 10,1 Zoll IPS Display mit einer Full HD Auflösung, beziehungsweise ein bisschen mehr als Full HD. Hier steht 1920x1200, also ein Ticken größer halt, ne? Als diese Full HD Version, beziehungsweise Auflösung. Dann hier einmal auf der Seite wieder Yogabook, US Windows. Und ein Versiegelungsaufkleber und nix, oben auch nix. Und auf der Rückseite sieht man dann halt auch Yogabook with Windows. Dann halt die Hardware an sich, Intel Z8550, 4-Core mit bis zu 2,4 GHz. Das Teil hat halt einen eigentlich relativ langsamen Atom. Prozessor, aber das Besondere an diesen Z8550 ist, dass im Vergleich zu den etwas kleineren Versionen, diese Z8300 bzw. 350, die sind schon deutlich langsamer.
Der 5500er bzw. Z8500 ist spürbar schneller, soweit ich das gelesen habe. So, dann halt, wie gesagt, Display 10,1 Zoll, Full HD, bisher mehr als Full HD, dann 4 GB Arbeitsspeicher, LPDDR3, so. Dann Festspeicher 64 GB, ne, so ein eMMC-Speicher. WLAN gibt es in 802.11 A, B, G, N und AC, was auch wichtig ist. Ne? Ich habe zwar jetzt keinen AC-Router, aber mein Gott, für die Zukunft vielleicht habe ich dann irgendwann mal einen. Ne? Dann Bluetooth 4.0, kein WLAN, dann Windows 10 Pro in der Professional-Version, das ist auch gut. Und dann einen 8500 mAh Akku. So, dann hier noch die verschiedenen Produkt-Seriennummern, bla bla blub, CE-Zertifizierung. Und dann halt hier noch, ne, das Besondere halt auch, dass man hier noch auf diesem Teil schreiben kann. Ne? Das ist so eine Tastatur, die keine physischen Tasten hat, sondern beleuchtet ist. Also im Grunde so eine Touch-Tastatur. Und dann hier noch so ein paar Funktionsweisen. Beziehungsweise Eigenschaften Real Pen, also ein echter Stift, dann ein Halo Keyboard, eben so nennt sich das Teil, laut Lenovo jedenfalls, ultra thin, also sehr, sehr dünn, und dann bis zu 13 Stunden Batterie Laufzeit. Ne? Die Android-Version soll wohl bis zu 15 Stunden haben. So, dann mache ich einmal die Folie ab. So. Hier ist es heute extrem warm. Ich schwitze sowas von. So. Dann einmal dies ab, beziehungsweise weg. Dann dies hier abgezogen. Also die Verpackung sieht schon mal wirklich geil aus, finde ich. Es hat schon was. Schön komplett in weiß. Und dann eben dieses Orangene dazu. Das sieht schon geil aus. Ist angelehnt an diesen ganzen Lenovo Yoga Ultrabooks. Ne? Die haben auch so eine Farbgebung bzw. so einen Stil. Ziemlich ähnlich. So. So, einmal aufgeklappt, ist tatsächlich zum Aufklappen, richtig so mit so einem Scharnier, nicht schlecht. So, und da wird dann das gute Stück auch schon auch noch mal komplett in Folie eingeschweißt bzw. eingelegt und extrem dünn. Das ist hier komplett das Teil zusammengeklappt, sehr geil. So, dann schaue ich mal, was hier noch alles drin ist. Einmal das Ladekabel, halt ein Standard-Micro-USB-Kabel. Dann das Netzteil wohl. Ja. Muss ich hier rausnehmen. Das ist halt auch ein eigentlich normales Standard. USB-Ladeadapter-Netzteil, wie auch immer. Das Teil hat 5,2 Volt bei 2 Ampere oder 7 Volt bei 9 Volt. Nee, Schwachsinn, 2 Ampere oder 9 Volt. Ach so, naja, wie auch immer. Hier sind mehrere Angaben. So, das war das. Und dann hat man hier noch, ach, noch diverse Sachen. Ach, und hier ist auch noch der Stift. Das gibt es auch gar nicht. Ich dachte, der ist separat. Geil. Das wusste ich jetzt nicht. Oder ist das ein normaler Stift? Ich glaube, das ist ein normaler Stift. Ja. Oder doch dieser Pen, dieser zum Schreiben. Ja, und hier sind dann noch Austauschminen. Muss ich mal schauen.
Also falls das tatsächlich dieser Active Pan ist, dann ist das für diesen Preis wirklich extrem geil. So. Dann hier. Ja. Einmal eine so ein Drückdingens, ne, diese Nadel, ne, um Micro-USB um Micro-SD-Karten einzulegen. Dann halt hier ein Benutzerhandbuch. Safety, Warranty and Quick Start Guide. In Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch. Okay. Und dann hier noch so ein, ja, im Grunde so eine Schreibunterlage. Und damit kann man dann halt seine Notizen draufschreiben und auch direkt digitalisieren. Während man schreibt, kann man das halt direkt dann in einem Programm oder Neudeutsch in einer App dann halt digitalisieren lassen. Ja, richtig so mit echten Zetteln. Nicht schlecht. So. Und dann haben wir hier auch das Gerät. Ups. So. Ach so, da. Na, ein bisschen fummelig das Ganze mit der ganzen Folie. So. Sehr, sehr schick das Teil. Das ist hier so eine mattierte Oberfläche. Nicht gummiert. Sondern halt schon sicherlich normales Kunststoff, aber eben halt schon sehr edel gemacht. Dann gibt es hier dieses Yoga-Scharnier. Soll wohl auch sehr, sehr aufwendig sein in der Produktion. Ne? Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber naja. So, und dann hier schon wieder ein bisschen Schweiß. Und dann Windows Pro und dann hier halt verschiedene Dolby sogar, ne? Dolby Audio. Die Lautsprecher sollen wohl auch relativ gut sein. Und wenn man das Teil dann hier öffnet, na, Moment, dann nehme ich mir mal diesen Block hier zur Hilfe. Ja, das ist hier jetzt gerade nicht so dolle. So, jetzt habe ich es geschafft. Es war doch ein bisschen fester zusammen. So, sehr geil. Also das Teil wirkt wirklich extrem edel. Hier noch die Schutzfolie drauf. Und dann hat man hier die Tastatur. Und die Tastatur ist tatsächlich einfach nur so ein Touchpad. Man sieht hier keine Tasten, nichts. Hier halt ganz leicht diese Struktur der Tasten, also nicht Struktur, sondern eben ja eingegraviert oder wie man auch das nennt. Ne? Man sieht halt ganz leicht die Tasten. Ne? Ich weiß nicht, ob das im Video auch sichtbar ist, aber man sieht halt hier die ganze Tastatur und das wird dann halt im Betrieb auch beleuchtet, wenn man das Teil nutzt. Und ansonsten kann man halt auch, wie ich schon gesagt habe, das Teil hier rauflegen und dann als Notizblock nutzen. Ich weiß nicht genau, wie das dann übertragen wird. Das ist auch noch sehr, sehr interessant. Ja, soweit von mir zu dem Yoga-Book. Anmachen werde ich das heute noch nicht. Das mache ich dann wahrscheinlich die nächsten Tage. Vielleicht mache ich dann auch noch so ein Einrichtungsvideo oder so. Oder erzähle euch ansonsten halt das, was mir so aufgefallen ist bei dem Gerät. Für 430 Euro glaube ich, dass das Teil recht gut ist. Beziehungsweise ich würde sagen preiswert, weil das Teil schon einen extrem hochwertigen Eindruck macht. Soweit von mir zu dem Lenovo Yoga Book.
in der Windows-Version. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet und einen Daumen hoch. Ansonsten sage ich Tschüss.